Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays of Binding of Isaac Afterbirth. Wie freue ich denn auf Samsung? Ich will mit Eve den Hasch erreichen, mal wieder. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Also, wir haben schon öfters erreicht, aber oft genug. Hoppla. Sind wir gescheiter? Was, hier ist schon der Boss? Schnellster Boss ever. Eigentlich könnte ich direkt hingehen, aber ich will gerne zu War of Babylon werden, ohne in einen Gegner zu rennen. Also Curse Room aufsuchen. Aber sowieso sind, das ist schon mal gut, Halo, vielleicht mal sowieso sind, die erste Ebene zu erkunden. Ah, Curse Room. Curse Room, Curse Room, Curse Room. Perfekto. Genau das wollte ich haben. Ach stimmt, ich kann meinen Halo Fly ein bisschen benutzen. Bisschen Nahkampf. Okay, sollte ich mit Eve nicht zu sehr machen. Ich höre einen Schlüssel. Fantastisch. Ach Mist. Das heißt, wir machen das hier. Hey, cool, ich hatte noch Unverwundbarkeit. Ich habe was gelernt. Komm, den Raum machen wir auch noch. Da hat sich gelohnt. Ach Mist, keine Seelen. Nein! Shit! Ja. Super, jetzt bin ich wieder Eve. Und jetzt habe ich natürlich all die schwarzen Herzen. Jetzt brauche ich eine Blutbank. Bitte, bitte, sei in der nächsten Ebene eine Blutbank. Oder irgendwas im Schatzraum, was mich selbst verletzt. Wieder zur Seite. Na komm. Hey, sie hat das jetzt nicht getroffen. Dann schieße ich halt doch. Eve ist viel zu schwach, da kriegen wir das mit dem Speedrunning nicht hin. Meine schönen schwarzen Herzen, entweder muss ich sie jetzt loswerden oder ich muss als Eve spielen. Ich weiß, ich habe einen Mann gehabt, wo ich als Eve gespielt habe, da habe ich Dr. Fetus gehabt oder Epic Fetus und da gab es überhaupt keinen Sinn, die Brauch Babylon zu werden. Das Ding, glaube ich, nicht mit deinem Schaden korreliert. Ja, der zweite Boss mit den 7, ich mag ihn einfach. Mal sehen, was Monstro jetzt droppt. Hoffentlich ein Damage ab wenigstens. Breakfast. Ach, nehmen wir es einfach mit. Vielleicht habe ich Glück beim Satan. Wenn der nicht kommt, habe ich ein Problem. Oh, gleich mal den Schatzraum gefunden. War das der Tractor Beam? Ja, cool. Drehen zu kontrollieren, ist eine nette Sache. Da kann man sie nämlich genau da haben, wo man sie haben will. Bomben, dann hole ich mir mal diese Karte. Samples, das passt doch. Da kann ich wenigstens beim Boss. Ich habe überhaupt kein Geld. Kann ich wenigstens beim Boss die War of Babylon werden. Bitte lass den Satan was ordentliches im Angebot haben. Ich brauche diese roten Herzcontainer nicht. Die Pille ist nicht Hämatesis. Das hätte ich gut gebrauchen können. Natürlich, einmal will man es haben. Sag mal, der Tocktubing, wieso habe ich den eigentlich als Maulkorb an? Wenigstens das haben wir gekriegt. Aha, hier ist der Boss. Mit dem da. Twight verschwinde. So, und jetzt kann ich nur Satan bitten. Bitte, bitte. Erscheine und bring mir Sachen, die ich gebrauchen kann. Stimmt, der hat tatsächlich Maden im Mund. Ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Dieses Juice nehme ich gern mit, weil das Campus ist. Ah, sehr gut, ich kann mir zwei Sachen nehmen. Yuppie. Und Bukubulayel, das passt doch. Bukubulayel erhöht, glaube ich, auch die Chance auf Teufelsräume. Gehen wir weiter. Und den Caves ausgerechnet. Die sind zwar cool, aber auch schwerer. Was gibt's hier?
Eine Teufelstruhe. Ich will dafür eigentlich nicht kämpfen. Hui! Sieh mal an, zweimal Ulfa. Oh Mann, Left Hand und Guppy's Tail zusammen. Cool. Große Chance, Guppy zu werden. Nein! Wieso hast du mich denn getroffen? Ich will nicht so schnell sterben. Lass das Boss of Steel sein oder sowas. Nicht Hellstar, bitte. Auch nicht Hellstar. Nee, dann ist ja hier ein Lack-up, ist ganz nett. Erstmal die erledigen. So, jetzt. Jetzt den letzten. Komm. Du bist? Oh, I can see forever. Das ist nice. Eben sagen, das wäre ein bisschen fies, wenn die jetzt hier geblieben wären. Danke, dass mein Halo of Light es abgeblockt hat. Hier hoch. Ja, Schatzraum. Ich habe die richtige Intuition gehabt. Na komm. Ich will, dass du stirbst. Nein! Oh, wie knapp. Na schön, Bob's Curse. Wir haben ein paar mehr Bomben. Das ist doch immer nett. Sehr schön. Hier ist der Secret Room. Verschwinde, Trollbombe. Nee, ich brauche keinen Forget Me Now. Das bringt mir nichts. Vielleicht könnte hier der Boss sein. Noch nicht, aber der Shop ist hier, stimmt's? Aber ich habe kein Geld. Ich heb mir den jetzt Book of Belial für den Boss auf. Gott, ich glaube, der Halo vielleicht hat mich jetzt schon ein paar Mal gerettet. Ein X-Felsen. Super. Shop bringt nichts ohne Geld. Ja, super, sie genug. Ah ne, ich bleib bei meiner Left Hand. Ich will Teufelstruhen sehen. Geschafft. Hallo, Frau Seiken. Book of Belial einwetzen. Das sehen wir gerade ziemlich oft. So, in die Richtung. Also im Uhrzeigersinn. Ist wahrscheinlich gleich nochmal. Ne, ich krieg dich vorher klein. Schatzbeat und Damage habe ich schon mal ganz gut. Der Teufel tut sich allerdings gerade nicht bemühen. Sechs Minuten. Nee. Nur für eine Teufelstruhe mache ich das nicht. Es müssen schon drei sein. Warte mal, haben wir gerade ein Pech mit Teufelstruhen? Ich will doch kein Pech mit Teufelstruhen haben. Wenigstens sind es die normalen Caves. Sind noch die leichteren. Irgendwann müssen wir das ja das auch noch am Hard Mode machen. Jetzt machen wir erstmal den normalen Mode. Tschüss. Na komm. Okay, ich werde die Bomben benutzen. Um diesen Raum ein bisschen zu verleichtern. Verleichtern, das sagt man doch nicht. So, steh auf. Komm. Cool, ein Seelenherz. X-Ray Vision. So ähnlich wie I Can See Forever Pille. Allerdings für immer. Nicht schlecht. Ich kann das Book of Belial wieder benutzen. Yay. Wie sad. Nehme ich da den Book of Belial mit. Weil der Hush hat ja eben Damage Shield, der bringt uns eigentlich Damage ab nix. Wir sollten ja eine Menge Tiersap oder sowas bekommen. Da sind Fliegen sehr viel nützlicher. Wenn ich so viel Geld hätte, könnte ich den Shop nach einem Akku-Item durchsuchen, aber natürlich haben wir gerade kein Akku, kein Geld. Verschwinde! Mann, das ist unser zweites Guppy-Teil, nicht vergessen. Das schaffe ich in einem Go. Mehr fliegen. Verschwinde. Sind wir gerade auch noch stärker geworden? Ah ne, das waren unsere Fliegen, stimmt's? Super Secret Room. Mal schauen, was drin ist. Kein Eternal Heart, bitte. Da spielt jemand Dead by Daylight. Das ist das so ein Zombie-Spiel, glaube ich. Ach, Chart, ich brauchen wir nicht. Da gibt's doch nur einen Little Chart. Und Little Chart brauchen wir nicht als Eve. Das brauchen wir als Samsung.
Wer hätte denn, dass du nicht kommst, wenn wir dann Samsung spielen? Ich glaube, der ist nämlich der nächste nach Eve. Seitdem wir hatten den mit dem schon den Hasch. Ich will dieses Speedrunning aus dem Weg haben. Oh, wir haben ihn jetzt erst freigeschaltet. Oh, letztes Gabi-Teil. Na dann. Dann sollte der Rest vom Speedrun ja kein Problem sein. So schnell was trinken. Ist mal nach unten. Also ich könnte mir jetzt auch fliegen. Hi, Greed. Meine Güte, was war denn das? Seelenherzen, bitte. Oder Pillen. Aber nicht das. So, ich nehme an, Fliegen werden generiert. Jawohl, werden sie. Perfekt. Das ist eine richtig tolle Eve-Kombo. Ist hier irgendwo ein X-Felsen? Ja. Und noch mehr Seelenherzen. Was ist denn das? Wahrscheinlich irgendwas, was mit Minecraft zu tun hat. Aber ich möchte meinen Guppys Head behalten. Damit, eben hat's ganz schön gehangen. Ab zum Boss. Jetzt müssen wir ihn allerdings noch finden. So viele Fliegen. Der Boss könnte schnell Geschichte sein. Naja, hier sind alle Fliegen leider in einen der Knights gerannt. Gut, wir haben 8 Münzen. Es lohnt sich endlich mal den Job aufzusuchen. Nehmen wir die Pille und gucken, was sie macht. Ah, super, was Schlechtes. Dann tun wir den Rest halt spenden. Fällt mir ein, wir sollten, glaube ich, noch ein paar Schlüssel finden. Ach nee, ich habe ja Left Hand. Das heißt, ich brauche nur 2 Schlüssel oder 3. Vielleicht sollte ich die Left Hand... Ich glaube, es wäre eine gute Idee, die Left Hand loszuwerden, bevor wir dann runter zum Hasch gehen. Ich versuche es mir zu merken. Aber dann brauche ich auf jeden Fall noch Schlüssel. Ich sollte noch ein paar Schlüssel finden. Problem ist, dass wir wahrscheinlich kaum welche finden werden wegen Guppy's Tail. Weil sollte ich den Left Hand doch aufheben? Hi, Adversary. Na los, meine Fliegen, geht in ihn. Geht er hin? Endlich sehe ich wieder was. Was zum... Ach so, das war diese dumme Flagge. Flagge. Ich meine... Ihr wisst schon. Ach, machen wir sie einfach mal alle. Okay, einen darf ich ja. Nö. Okay. 11:11 hat die Uhr gezeigt, wie schön. Den Katzen schon Futter hingestellt, aber sie haben endlich gegessen, damit sie mich nicht stören, weil die mich ja sonst immer stören, wisst ihr ja? Hui, Carlo Glattini. Andere Seite. Gut. Glattini hat nichts gebracht. Tja, wir sind Wolf, Babel und Guppy. Ach, es wäre noch toll, Spectral Trees zu haben. Oh, das war knapp. Ich dachte eben, die treffen mich alle. Flying Knights nerven. Findet ihr nicht auch? Auf jeden Fall suchen wir jetzt noch den Schatzraum. So habe ich gewusst, dass die letzte Träne den jetzt trifft. Ich bin mir das Gefühl, ich bin völlig falsch und der Schatzraum wird hier irgendwo sein. Bin mal gespannt, ob mein Gefühl mich trügt. Die Fly. Oh, und Bad Trip. Naja, wenigstens wissen wir jetzt, dass wir Bad Trip haben. Dich wirst in die Luft gejagt. Vielleicht droppst du einen Schlüssel. Ah, das passt. Das machen wir. So, jetzt habe ich genug Schlüssel. Hier ist der Schatzraum. Müssen wir jetzt nur noch Mom finden. Oh, Frühstückkuchen. Rainbow-Effekt auf den Tränen. Klasse. Und ich kann den Shop auch noch besuchen. Seelenherz vielleicht? Dann kaufe ich mir halt den Schlüssel zurück. Okay, das könnte gut sein. Nö, ich bleib mit der Left Hand. Erstmal.
Left-Hand hat mir bis jetzt gute Dienste geleistet. Okay, auf geht's, Mom. Ich muss wieder so versagen wie beim letzten Mal, als ich Mom gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, aber es war fürchterlich. Zu dem sagen, wieso habe ich gerade manchmal das Holy Light? Ich habe ja jetzt einen Früchtekuchen. Weg mit dir. Na los. Das ist sie erledigt. Ich glaube, mit ihm wollte ich zum Satan. Oh, hallo Krampus. Ich habe mich vor, dem Bosswasch zu machen, aber ich werde trotzdem mal kurz gucken. Was es gibt. Der Halo und Moms Parfüm. Natürlich wird der Halo nicht schlechter, weil wir wollen zum Hasch, nicht zum Bosswasch. Den haben wir nämlich schon. Oh, da liegt ja noch ein schwarzes Herz. Ah, ich will jetzt, wäre mir beinahe mein Controller runtergefallen. Jetzt drei Truhen? Nein. Ah, was zum, wieso war das? Ach so. Ich weiß, was war. Das waren bestimmt gerade Feuertränen. Feuer, mein Tränen. Oh nein, My Reflection. Weil jetzt echt den Frühstück auch mag. Mach nicht My Reflection, bitte. Hey! Lamp of Coal haben wir jetzt auf jeden Fall ja immer. Schön ist, dass die Tränen kontrolliert sind. Da gibt's noch einen. Oh. Wo bist du? Ja, tauch doch mal auf. Ah, endlich. Ja, die hätte ich vorhin gebraucht. Ach, super Greed. Schauen wir unten nach. Hi. So ein Raum hat mich letztens total kaputt gemacht. Aber jetzt habe ich es rausbekommen. Ja, mit den Seelenherzen. Ich will zum Boss. Ich will einfach nur zum Boss. Hui, das war knapp. Meine schöne Spinne. Hm. Ich sag, wir haben einiges an Schaden, Damage, aber was habe ich denn alles eingesammelt für Damage ab? Mir klappt es gerade Bombe. Ah, hier ist der Boss. Achso, ja, ich bin ja Gappi. Hallo Loki mal zwei. Oder Loki. Rein mit meinen Fliegen. Oh, schön, Wirecode-Hänger. Nächste Ebene. Zum Hasch kommen wir locker. Ja, der Los flüstert mal Sachen ein. Was, hier ist wieder Secret Room. Schauen wir mal kurz den Boss-Challenge-Room an. Nö. Ich war gerade noch zur Seite gegangen. Da sind meine Gegner. Jetzt sind meine Gegner weg. Super, ich kann dann auch im Shop einkaufen da unten. Was das wohl für eine Karte ist? Oh schön, Two of Diamonds. Die nehmen wir erstmal mit, vielleicht kriegen wir ja noch mehr Geld. Können wir den Shop komplett leer kaufen und auch noch alles spenden. Ich habe das Gefühl, der Boss könnte hier links sein. Was ist denn da in der Mitte herumgeflogen? Ach so, ihr. In der Ecke? Ja, sind die da, wusstest doch. Da gab's Sinn. Noch mehr Fliegen. Ich found Pilz. Das habe ich irgendwo mal freigeschaltet. Ich glaube bei Hush und Blue Baby, oder? Glaube ich zumindest. Oder war das beim Beatboat? Ja. Ah, gehen wir. Hi, Lost. Ah, super, sieht gut, dann ist der Boss wahrscheinlich in der Nähe. Kalus. Brauche ich aber nicht. Auch wenn ich vorhabe, mein Trinket loszuwerden und die Truhen abzuräumen. Das war eben Sticky Schutz.
Ja, hier ist der Boss. Das Problem ist, hoppla. Das, was nichts bringt, weil ich ja fliege. Da gibt's das. Jetzt habe ich zwei Herzen verloren wegen euch Scheißviechern. So, weg mit den Sliffs. Und wie ich diese Augen hasse. Wie oft die mir alles kaputt machen. Schön, er wurde gerade verlangsamt. Okay. Dann passen wir mal los. Dich nehmen wir mit. Meine Katze hat eben miaut. Ist in Ordnung. Ich fühle mich irgendwie gerade langsam. Gut, ich nehme Tooth Diamonds mit. Sammel dann später. Schön, The Devil kann ich dann beim Hasch einsetzen. Libra und das andere kenne ich nicht. Mal schauen, Libra könnte jetzt genau das sein, was wir brauchen. Fühlt sich irgendwann, als ob du meine Tiers runtergenommen hast. Schwingshot und nicht bei Balkabes, ich mache den Schwingshot. Menutiers haben wir ja sowieso schon. Kaufen wir mal alles. Ja, Mom's Purse, jetzt wo ich mein Trinket losgeworden bin. Und du bist Two of Spades. Dann spinne ich mal, was ich kann. Und nein, ich habe Gabis Cola. Wenn ich beim Hasch sterbe, könnte das sein, dass wir das doch mal mit einem halben Herz probieren müssen. Das war's schon. So, ganz ruhig, wir haben Guppy, wir könnten hier jede Menge Schaden machen. So, zuerst mal hier. Rein mit den Fliegen. Und deine Fliegen bringen nichts für dich. Aber der richtige Kampf kommt ja gleich erst noch. Ich merke gerade wieder, dass unser Elo auf Fleiß richtig gut geholfen hat. Also fange ich den Kampf links an, nicht rechts. Ich glaube, ich gehe auch lieber rechts. Ich bin sehr gewohnt, dass ich hier von hier aus ausweiche. Wow, warst du schon immer so schnell, Hasch? Oh cool, ein Explosivo. Die Fliegen tun konstant in den Reihen. Ich habe plötzlich das Gefühl, dass ich plötzlich verstehe, wie dieser Boss funktioniert und ich die ganze Zeit plötzlich nur alles falsch gemacht habe. Was war das denn eben für ein Schuss? Was macht da eigentlich der Fate hier? Die Fliegen muss man nicht unbedingt machen, die hauen eh ab. Wieso kommen... Ach so, ich habe manchmal Penny-Shots. Deswegen kommen Münzen aus dem raus. Wo hängen die denn fest gerade? Jetzt muss ich der Bullet-Hell ausweichen. Oder meine Fliegen blocken das ab. Rein mit euch Fliegen. Den anderen. So, raus mit den Hasch-Zombies. Oder habe ich sie nicht immer Mini-Haschs genannt? Ich habe irgendwo mal den Begriff Hasch-Zombie gehört. Den habe ich übernommen. Weg mit denen da. Die haben mich schon so oft umgebracht. Und ich werde nach dem Kampf noch einiges an Geld sammeln können. So, wir waren noch nicht mal bei den Transcendent Tears. Das Schwierigste am Hasch. Eigentlich muss man ja nur den sicheren Ort finden. Aber er wird sie bestimmt gleich machen. Das war eben war knapp. Ich glaube, ich habe wirklich Glück, dass ich so viele Orbitals habe. Neue Hasch-Zombies. Weg mit euch, weg mit euch. Oh, einer ist klein und läuft weg. Hi, da war noch einer. Naja, da sind sie. Ich bin hier nicht sicher. Da oben bin ich sicher. Irgendwie. In der Ecke gerade. Ja, komm wieder raus. Komm schon. Weg mit dem da. So viel Geld.
letzte Tier sind wieder da. Ich schieße einfach mal. Ich glaube, ich treffe nicht. Jetzt. Ihr müsst jetzt gleich die Tränen machen. Bingo. Oh, gleichzeitig auch noch die Attacke. Das ist nicht so schein. Mach doch nicht alles auf einmal. Ich muss das ja auch noch irgendwann mit dem Lost machen. Und der darf sich nicht mehr als ein- oder zweimal treffen lassen. Je nachdem. Hoppla. Wieso sind die Dinger eben einfach verschwunden? Was hat mich eben beschützt? Waren das etwa die Fliegen? Leute, du machst hier gerade zu große Bullet Hell. Hier ist die Lücke. Ich weiß nicht, welche. Genau. Achso, wahrscheinlich hatte ich eine Shielded hier. Ich habe ja Rainbow Tears. Verschwinde! Hast du Zombies da? Nee, das. Die Attacke, die mich eben ein bisschen erledigt hat. Wir kriegen dich hin. Deine Transcendence und Tier sind mir jetzt mal egal. Du bist nämlich gleich tot. Ha! Was? Same? Das haben wir auch das erste Mal. Das hat auch mein Mann noch nicht freigeschaltet. Habe ich das ganze Geld schon eingesammelt während dem Kampf? So, wir wollen zum Satan. Am Schädel mache ich dann aber erstmal Schluss mit dem Part. Wir machen dann im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.